Hallo meine Damen und Herren, das ging jetzt relativ schnell und ich bin selbst ein bisschen überrascht, aber gut, reden wir über Gold. Und zwar hat der Goldpreis sich so ein bisschen nach oben aufgemacht. Wir haben das erste Trading-Kursziel, am Montag habe ich gesagt, ich denke, dass wir jetzt erstmal Richtung 11,20 laufen, das erste Trading-Kursziel fast erreicht. Wir sind jetzt bei 11,18, ich glaube, wir waren im Tagesverlauf sogar schon ganz kurz über der 11,20 Marke und jetzt schauen wir halt mal, wo uns das Ganze hinführen wird. Also wie gesagt, eine erste schöne Bewegung, aber im ersten Schritt erstmal nicht viel mehr als eine technische Gegenbewegung. Nichtsdestotrotz, ich habe das letzte Mal einen Schein dabei gehabt und zwar einen Longschein auf den Goldpreis, der mit der Nummer CM0092. Der ist gestiegen von 18,40 am Montag auf 20,10. Das heißt, wir haben ungefähr einen Anstieg von 10%. Wenn Sie den ungefähr nachvollzogen haben, würde ich jetzt ganz einfach eines machen. Ich würde den Stoppkurs auf einen Stand nachziehen, dass Sie keine Verluste mehr erleiden und würde einfach mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Ich glaube, erst wenn wir über die Marke von 1140 Dollar drüber kommen, dann kann man wirklich Entspannung geben. Dann geht es so ein bisschen nach oben und dann werden auch die Short-Positionen eingedeckt. Vielleicht werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf den Silberpreis oder... Nein, ich glaube, wir machen noch was anderes. Und zwar, es gibt eine Meldung, die kursiert momentan im Internet, gab es verschiedene Berichte, wonach Goldman Sachs und HSBC Gold gekauft haben. Und zwar physisches Gold in Form von Barren, und zwar in größerem Umfang, gleich ein paar Tonnen. So, und da erreicht mich natürlich sofort die Meldung oder die E-Mails von Ihnen, die gesagt haben, Mensch Bussler, was sagst denn du dazu? Was hat das zu bedeuten? Wieso kauft denn Goldman Sachs Gold? Wenn Sie auf der einen Seite sagen, Mensch, Gold ist in den strukturellen Bärenmarkt gefangen, da kann man momentan kein Geld damit verdienen, wieso sagen Sie das und wieso kaufen Sie das? Nun ja, also erstens, ich bin noch ein bisschen vorsichtig mit diesen ganzen Verschwörungstheorien. Also einige sagen ja, ja, das sind die Banker, Goldman Sachs, die wissen schon, das Finanzsystem wird demnächst zusammenbrechen und die decken sich schon mal mit Gold ein. Davon halte ich nichts, ich bin mir relativ sicher, dass wir auch in den nächsten Jahren noch mit Euro bezahlen werden und nicht mit Goldmünzen, auch wenn ich in manchen Seiten jetzt sicherlich für die Aussage gesteinigt werde. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so nicht ganz ungewöhnlich, dass Banker unterschiedliche Interessen verfolgen oder unterschiedliche Abteilungen in Banken unterschiedliche Interessen. Der Analyst, der schaut sich den Chart an, schaut sich das Umfeld an und sagt, naja, in meinen Augen ist Gold momentan kein Investment. Während vielleicht der Investmentbanker oder auch derjenige, der für die Hedgefonds ein bisschen zuständig ist oder der vielleicht an der Comex, naja gut, ich glaube, Goldman Sachs handelt ja nicht so direkt an der Comex, verantwortlich ist, der sagt, naja, ich brauche vielleicht irgendwann mal dieses physische Gold, um irgendwann mal Lieferverpflichtungen nachkommen zu können. Also all das gibt sehr, sehr widerstreitige Interessen. Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der Theorie, dass der Kauf von HSBC bzw. von Goldman Sachs gleich, das heißt, dass das Finanzsystem zusammenbricht. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich, dass Gold natürlich nach wie vor auch für Großbanken wie Goldman Sachs und HSBC eine gewisse Wertigkeit hat bzw. ein gewisses Nutzen hat oder eben auch eine gewisse Notwendigkeit hat. Also wäre ein bisschen vorsichtig mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, dass jetzt gleich das Finanzsystem zusammenbricht, weil das ein Indikator ist, dass die Gold kaufen. Aber es ist, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass irgendwo die Großbanken, wie sage ich es, Wasser predigen und Wein trinken. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Also, Blick auf den Silberpreis, hatte ich auch am Montag gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir erstmal Richtung 15,50 bewegen. Da stehen wir stehen bei 15,50, auch da hatte ich einen Schein dabei. Im Prinzip die gleiche Wertentwicklung gemacht. Wir haben einen Anstieg von 3,30 auf 3,62, ebenfalls 10% ungefähr im Plus. Hat einen geringeren Hebel, aber Silber war eben das volatilere Metall gewesen. Das hatte ich ja auch gesagt, dass Silber aller Voraussicht nach volatiler sich verhalten wird. Und auch da haben wir jetzt 10% Gewinn innerhalb von 2 Tagen. Damit kann ich leben. Auch hier gleiche Strategie. Ich gehe her, nehme meinen Stoppkurs, setze den Stoppkurs auf Einstand und sage, schauen wir mal, wohin uns diese Rallye führt. Und auch da, glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass wir erstmal schauen, ob wir über die 16-Dollar-Marke drüber kommen. Da hält sich nämlich dann das Chartbild auch ein bisschen auf und auch da könnte es sein, dass dann einige Short-Positionen noch eingedeckt werden müssen, wenngleich die Positionierung bei Silber nicht ganz so extrem ist wie bei Gold. Aber auch das haben wir schon darüber gesprochen. Während Gold ein neues zyklisches Tief gemacht hat, hat Silber ja kein zyklisches Tief gemacht. Also Chartbild schaut bei Silber insgesamt ein bisschen besser aus als bei Gold. Was habe ich für Sie dabei? Silberwieten habe ich für Sie dabei. Warum habe ich Silberwieten für Sie dabei? Naja, Silberwieten hat gestern nach Börsenschluss Zahlen bekannt gegeben. Man war dann auch nach den Zahlen leicht im Plus gewesen. Ich glaube, die Aktie hat nachbörslich 2% zugelegt. War auch bitter nötig, weil wir hier einen ganz deutlichen Absturz gesehen haben bei Silberwieten. Es wäre aus Sicht der Anleger natürlich wünschenswert, wenn dieses starke Absturz jetzt wieder
ja, aufgeholt wird. Ich glaube aber, dass es nicht ganz so schnell gehen wird, wie sich einige hier erhoffen. Die Zahlen waren in Ordnung, sie waren wesentlich in dem, was man erwartet hat. Also zumindest auf EPS-Schätzung hat man 13 Cent je Aktie ausgewiesen. Das war das, was man erwartet hat. Umsatz lag leicht unter den Erwartungen. Man hat im zweiten Quartal 10,9 Millionen Unzen und der Silberpreis von 16,38 Dollar. Also das ist das, was man erwirtschaftet hat. Sie erahnen es wahrscheinlich, aufgrund der Silberpreisentwicklung wird man wahrscheinlich im dritten Quartal einen niedrigeren Silberpreis ausweisen müssen, also erzielten Silberpreis im Durchschnitt. All das kalkuliert der Markt aber ein. Nichtsdestotrotz die steuerliche Belastung, auch darüber haben wir schon öfters gesprochen, der Steuerstreit, den man in Kanada hat, der wird die Aktie noch ein bisschen belasten. Also ich wird nicht meine Lieblingsaktie werden. Wenn Sie den ganzen Abwärtsrutsch jetzt mitgemacht haben, dann behalten Sie die Aktie. Aber Neukauf meines Erachtens drängt sich nicht unbedingt auf. Auch Tahoe Resources, ich glaube, das ist die nächste Aktie. Ja, Tahoe Resources ist, auch das ganz kurz, Silberproduzent in Guatemala. Man hat Rio Alto übernommen bzw. fusioniert. So ist die offizielle Lesart von dem ganzen Deal. Aber es war natürlich eine Übernahme gewesen. Ist man jetzt mittlerweile auch zum Goldproduzenten aufgestiegen. Ja, Sie sehen schon hier, man hat mal so versucht, über die 200-Tage-Linie auszubrechen, das hat nicht geklappt. Dann ist man deutlich abverkauft worden. Warum? Goldcorp hat Aktien platziert, Goldcorp war der Mutterkonzern, hat Aktien platziert, man hat den CEO gewechselt und die allgemeine Schwäche beim Silberpreis hat nach unten gedrückt. Die Zahlen, die man gestern vorgelegt hat, die können wir uns auch mal ganz kurz anschauen. Man hat ein EPS, also ein Earning per Share, also Gewinn je Aktie von 8 Cent ausgewiesen, hat einen Umsatz von 133,8 Millionen Dollar. Die All-in-Sustaining-Costs im vergangenen Quartal lagen bei 12,87 Dollar für die Unze Silber und 664 Dollar für die Unze Gold. Gut, bei Silber müssen wir wissen, es gab letztes Jahr einen Streit mit der Regierung von Guatemala. Guatemala hat nämlich gesagt, hey, wir erhöhen einfach mal die Royalty-Abgaben, also die Abgaben, die fällig werden, wenn sie eine Mine in dem Land betreiben, also insbesondere Tagbauminen, was natürlich die Escobar-Mine von Tahoe besonders betroffen hat. Also ungefähr 1,6 Dollar, also 1,60 Dollar gehen allein von den All-in-Sustaining-Costs darauf zurück, dass diese Royalty-Abgaben erhöht werden. Wenn man das rausrechnet, sind wir bei 11,20 ungefähr. Das wäre schon eher das, was man so als Vergleichswert zum letzten Jahr ansetzen müsste, wenn man es denn vergleichen will. Man hat das Ganze beendet, das Quartal mit 112 Millionen Dollar in Cash. Ich glaube, das ist eine ganz gute Cash-Position, also man kann ausreichend leben. Ich halte die Aktie momentan für einen spekulativen Kauf mit Blick auf die Spekulation, dass sich der Silberpreis weiter erhöht. Ich glaube, das Papier hat deutliches Aufholpotenzial. Diese ganzen Umschichtungsgeschichten im Zuge der Goldkorb-Platzierung von Tahoe-Aktien sollten mittlerweile allmählich abgeschlossen sein. Ich habe noch was dabei. Was habe ich noch dabei? Das ist für mich übrigens genauso überraschend immer wie für Sie. Ach ja, ich habe eine Frage, und zwar, was halten Sie von CMC Metals? Und ich glaube, ich habe diese Frage von einigen Lesern und einigen Facebook-Benutzern gestellt bekommen, da war ich so ein bisschen CMC Metals? Was? Was ist denn CMC Metals? Also, in die ganze Geschichte ein bisschen eingearbeitet. CMC Metals hat eine Liegenschaft, eine 50-prozentige Liegenschaft, und zwar die Red Cliff Mine in Kalifornien. Jetzt hat man dort noch eine Mühle gekauft, die Bishop-Mühle. Da möchte man dann das Ganze, was man dort abbaut, im Prinzip verarbeiten. Und man hat noch ein Projekt in Yukon, das ist ein Silberprojekt. So, das ganze Unternehmen ist bloß noch ein paar Millionen Dollar wert. Das ist alles nicht so sonderlich berauschend. Und es gibt tatsächlich Internetartikel, die kursieren, die die Aktie in höchsten Tönen loben. Ich nehme es gleich mal vorweg, ich bin sehr, sehr vorsichtig, ich wäre an Ihrer Stelle sehr, sehr vorsichtig. Man hat Ende März noch 28.547 kanadische Dollar in Cash gehabt. Das heißt, wenn Ihre Tante hergeht und ihren gebrauchten Golf verkauft, hat sie wahrscheinlich genauso viel Cash gehabt wie das Unternehmen. Insofern wäre ich da ein bisschen vorsichtig, damit können Sie als Unternehmen nichts anstellen. Man muss fairerweise sagen, man hat mittlerweile eine Privatplatzierung durchgeführt, hat wieder ein paar hunderttausend Dollar in die Kasse gespült. Weit kommt man damit meiner Meinung nach nicht. So, der Plan ist, so habe ich die Artikel im Internet, die von Analystenseite kommen, gelesen, dass man eben schon Erz, sehr, sehr hochgradiges Erz abbauen will. Man spricht da von über 300 Gramm je Tonne, was ein Wahnsinnsgehalt ist, meiner Meinung nach. Sehr, sehr hochgradiges Erz jetzt schon abbauen will, eine andere Verarbeitungsanlage geben will und damit jetzt schon einen positiven Cashflow erwirtschaften möchte. Das ist der Plan. Nochmal, ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Das Unternehmen ist sehr, sehr niedrig bewertet. Aber jetzt kommen natürlich wieder die um die Ecke und sagen, ja, muss man ein Risiko eingehen. Ich glaube, sie geben momentan mit etablierten Junior-Produzenten noch genug Risiko ein. Da haben sie genug Kurschance. Auf so etwas müssen sie sich nicht unbedingt einlassen. Ich kann Ihnen auch mal den Kurs zeigen. Ich glaube, den habe ich auch dabei. CMC Metals. Das ist die Aktie. Oh, interessant. Nochmal.
für mich ist das nichts, wo ich wirklich seriös mein Geld drin anlegen möchte. Wenn Sie da unbedingt irgendwie mitspielen möchten, machen Sie es. Übrigens, ganz erschwerend kommt noch hinzu, das Unternehmen hat nicht mal eine Präsentation. Also normalerweise haben ja irgendwelche Unternehmen, also gerade im Rohstoffbereich in Amerika, immer Präsentationen, wo sie zeigen, das ist unser Projekt, das möchten wir machen, und finden Sie nichts auf der Seite. Da finden Sie nur einen Hinweis, wir arbeiten daran. Finden Sie übrigens schon seit 3 Wochen den Hinweis, wir arbeiten daran. Offensichtlich arbeitet man nicht unbedingt mit Nachdruck daran. Also, ich sage nicht, dass das Ganze eine Luftnummer ist. Das gibt ja wohl, die Liegenschaft ist ja wohl da, da hat man auch 50% beteiligt, man hat einen Joint Venture Partner, man hat die Mühle gekauft, alles okay. Nur die Story ist für mich sehr, sehr dünn, und ich wäre sehr, sehr vorsichtig, was das betrifft, ob das wirklich so glatt über die Bühne geht. Und die Goldgehalte erscheinen mir doch, vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr hoch, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Projekt in Kalifornien sein soll. So, oder ist. Genug über CMC Metals, und noch eine Frage zu First Majestic nach der Silvercrest-Übernahme, nach der angedachten Silvercrest-Übernahme. Ich glaube, durch ist sie ja noch nicht. Also, First Majestic hat deutlich an Wert verloren, die Aktie war ganz deutlich unter Druck gestanden. Ich sehe die Übernahme durchaus positiv. Warum? Santa Elena ist für mich ein sehr, sehr starkes Asset. Man wird dort All-in-Sustaining-Kosten von ungefähr $13 haben. Das heißt, man wird auch nach menschlichem Ermessen noch Gewinn machen im momentanen Umfeld. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich einen steigenden Silberpreis habe, habe ich einen wesentlich höheren Hebel auch auf die Aktie. Man hat sich ein sehr, sehr starkes, langlebiges Asset gesucht, Santa Elena. Man hat die Transformation von Übertage in Untertagebetrieb geschafft schon. Also Silvercrest hat das schon vollzogen. Ich denke auch, man hat 2013, das habe ich mal versucht, man hat versucht, Orco damals zu übernehmen, und ist damals von Kerr, ich glaube, es waren damals noch Kerr d'Alene oder Kerr Mining, ich glaube, damals hießen sie noch Kerr d'Alene, überboten worden. Ich glaube, diesmal möchte man wirklich einen guten Schachzug machen, man möchte endlich wieder in Mexiko wachsen, im Silberbereich wachsen, und das ist, glaube ich, der logische Schluss, Silvercrest zu übernehmen. Mich hat es oder mich wundert es noch ein bisschen, dass nicht ein anderer hergeht, wie zum Beispiel ja, Kerr d'Alene nochmal, beziehungsweise Kerr Mining, wie sie jetzt heißen, oder eben Silver Standard, die eigentlich alle das gleiche Produktionsprofil erfüllen würden, die sich das auch unter den Nagel reißen könnten. Also, vielleicht passiert da noch was, möglich ist es, keine Ahnung. Insgesamt für First Majestic sehe ich den Deal langfristig sehr positiv, und mit steigendem Silberpreis hat die Aktie auch eigentlich Potenzial. Wir schauen uns das mal an. Sie hat gestern oder vorgestern ein bisschen gezuckt schon nach oben. Ja, und ich denke mal, man hat schon das Potenzial, dass man wieder Richtung, Achtung, bei einem steigenden Silberpreis Richtung $18, dass die Aktie auch wieder Richtung 8 laufen kann. Und das wäre, oder erstmal Richtung 6, aber ich glaube, dass sie auch Richtung 8 laufen kann, wenn der Silberpreis sich irgendwo bei $18 wieder stabilisiert. So, wir kommen schon wieder zu Ende allmählich der Sendung. Vielleicht noch ein Hinweis auf Goldfolio. Sehr viele von Ihnen sind auch dabei, das weiß ich. Ich glaube, wir schlagen uns in einem denkbar ungünstigen Umfeld eigentlich relativ wacker. Ich glaube, es war wahnsinnig schwierig, die letzten 3 Monate bei Goldfolio. Wir haben trotzdem uns wirklich wacker geschlagen, und ich denke, die nächsten 3 Monate müssen eigentlich besser werden. So, das war es von meiner Seite schon wieder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir sehen uns entweder auf Facebook oder, wenn Sie möchten, am nächsten Montag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, und ja, hoffentlich steigen die Kurse.